Indien hat die Zahl von 300.000 Corona-Toten überschritten. Die Bekämpfung der Pandemie wird nun auch noch durch Impfstoffknappheit erschwert. Das kann durchaus paradox anmuten, angesichts der Tatsache, dass Indien der Standort des größten Corona-Impfstoffherstellers ist. Indien ist der größte Impfstoffhersteller der Welt und hat in den letzten Monaten in großen Mengen exportiert. Impfungen für das eigene Land hat die indische Regierung aber zu spät bestellt. Von der starken Corona-Welle, die nun schon 300.000 Opfer fordert, ist die Führung überrascht worden. Am 1. Mai hatte Premier Modi die Impfungen für alle Erwachsenen freigegeben. Ein Schritt, den der Regierungsbeauftragte nun kritisiert. Erst hätten Risikogruppen geimpft werden sollen, heißt es. Nun werden nur mehr über 45-Jährige immunisiert. Und Indien stellt den Export von Impfstoff ein. Das gefährdet die Impfkampagnen der Nachbarländer, aber auch die globale COVAX-Impfinitiative. Am Jahrestag der Tötung des Afroamerikaners George Floyd ist der US-Bundesstaat Texas in den Medien. Dort sollen jetzt die Waffengesetze gelockert werden. Das und weitere internationale Nachrichten sehen Sie jetzt in unserer Meldungsübersicht. Wegen der Verbreitung der sogenannten indischen Variante B1617 des Coronavirus hat Österreich erneut ein Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien verhängt. Es tritt am 1. Juni in Kraft. Zudem kommt Großbritannien ab heute auf die Liste der Virusvariantengebiete. Die Einreise aus dem Vereinigten Königreich ist damit wie bereits im Falle von Brasilien, Indien und Südafrika nur eingeschränkt möglich. Im konservativen US-Bundesstaat Texas sollen die Waffengesetze gelockert werden. Demnach sollen BürgerInnen Schusswaffen künftig auch ohne Waffenschein tragen dürfen, womit auch bisher notwendige Verlässlichkeitsprüfungen und Schulungen entfallen. TexanerInnen könnten sich dadurch besser in der Öffentlichkeit selbst verteidigen, heißt es. Der republikanische Gouverneur Greg Abbott will das Gesetz trotz der Vorbehalte von Polizei- und Waffenkontrollgruppen unterzeichnen. Heute vor einem Jahr wurde der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet. Der Polizist Derek Chauvin kniete rund 9,5 Minuten auf dem Nacken von Floyd. Er wurde im April schuldig gesprochen. Im US-Bundesstaat Minnesota wurden bei Demonstrationen anlässlich des Jahrestags Polizeireformen gefordert. Außerdem will sich US-Präsident Joe Biden heute mit Angehörigen von Floyd treffen. Zahlreiche Gedenkveranstaltungen sind geplant. Zwei Wochen vor der Präsidentenwahl haben mutmaßliche Rebellen in Zentralperu 14 Menschen getötet. Unter den Opfern des Massakers in einer vom Drogenabbau geprägten Unruheregion seien auch zwei Kinder, teilte das Verteidigungsministerium des südamerikanischen Landes am Montag mit. Hinter dem Angriff steckt nach Einschätzung des Militärs eine Guerilla-Organisation. In einem am Tatort zurückgelassenen Bekennerschreiben riefen die Täter dazu auf, bei der Präsidentenwahl am 6. Juni nicht für die Rechtspopulistin Keiko Fujimori zu stimmen.